Es war einmal eine Landkommune. Sie lebte in einer umgebauten Garage hinter einer Sandsteinvilla im Dorf Nottuln. Trat man hinaus in den kleinen Garten, lag rechter Hand das Haus des Pastors. Die Kirche war gegenüber. Die Bewohner der Kommune waren begeisterungsfähige junge Männer und Frauen. Bei dem Versuch, der Scholle durch harte Arbeit nichts abzugewinnen, wurde man älter, bis man plötzlich feststellen musste, dass man der bürgerlichen Existenz zwar zeitweilig den Rücken kehren konnte, aber dennoch immer wieder zu ihr zurückkehrte. Dieses seltsame Phänomen führte manche in tiefe Depression. Der Autor auf dem Bild rechts, man schreibt das Jahr 1974, rettete sich durch ausschweifende Fantasie.